Wie ist das Gefühl nach dem leider verlorenen Halbfinale? Ich muss sagen, dass heute schon ein bisschen besser ist als gestern Abend. Wir haben natürlich darüber gesprochen und es war, glaube ich, eine deutliche Niederlage für uns. Also Frankreich war besser und vielleicht auch ein bisschen mehr fit als uns in diesem Moment im Turnier. Aber jetzt, wir haben auch gesagt, und heute müssen wir wieder positiv denken. Wir haben noch ein Spiel zu spielen und ein Medaillen zu gewinnen. Also ja, das ist unser Ziel jetzt. Wie geht es jetzt nach der Europameisterschaft mit eurer Mannschaft weiter in der Entwicklung? Ja, ich glaube, das war schon ein gutes Turnier für uns. Natürlich, wir haben so ein bisschen unsere Probleme gehabt mit Kreisläuferinnen und auch morgen haben wir ja keine wirklich Linksaußen zum Beispiel. Also alle haben viel gespielt und das hat uns ja vielleicht auch weitergeholfen, weil ja, diese Erfahrung ist ja immer wichtig und ich hoffe, in die nächsten Jahre, wir haben natürlich wieder wirkliche Kreisläuferinnen auf die Position und dann können wir diese Erfahrung sicherlich nutzen. Meine letzte Frage bitte, wie schätzt du das Niveau dieser Europameisterschaft grundsätzlich ein? Ich glaube, alle Mannschaften haben ja ein bisschen so die Probleme gehabt mit Verletzungen und ja, das ist vielleicht war das nicht so das schönste Turnier von Handball gesehen, aber ich glaube, es war wirklich so ja, bis zum Ende kämpfen und das habe ich, glaube ich, gesehen bei allen Mannschaften. Also ja, das ist auch etwas, was positiv ist, viele spannende Spiele auch. Und ja, aber das Niveau war vielleicht in diesem Jahr natürlich ein bisschen anders. Wie gesagt, ja, haben viele wichtige Spielerinnen gefehlt. Okay, danke, alles Gute für morgen. Danke. Spiel und Platz 3. Danke, Lois.